Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 30 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute wollen wir uns das Gedicht von Friedrich Schiller anschauen, Die Götter Griechenlands. Dieses Gedicht hat er geschrieben, als er 29 Jahre alt war, 1788. Und es war bestimmt für den deutschen Merkur von Wieland. Sehr bald, nachdem dieses Gedicht veröffentlicht worden ist, kam heftiger Protest auf. Man hat ihm Unchristlichkeit, Atheismus vorgeworfen. Und Schiller sah sich doch auch gezwungen, eine zweite, revidierte Fassung zu formulieren, die er dann aber erst Jahre später angegangen ist, 1793 folgende und dann 1800 und schließlich erschien diese zweite Fassung 1804, 1805, 1805 ist er ja auch gestorben, also in seinem Todesjahr. In diesem Gedicht schildert Schiller seine Begegnung mit der Antike, mit der griechisch-römischen Antike, eine Antike der vielen Götter, der Naturverbundenheit des Menschen, des Pantheismus, wie man in der Zeit um 1800 dann auch sagt. Und er schildert diese Begegnung mit der Vergangenheit, einer verloren gegangenen Vergangenheit, weit, weit entfernt von der Gegenwart seiner Zeit, also dem späten 18. Jahrhundert, seiner Zeit, in der er lebt, einer sinnentleerten Zeit, in einer Zeit, in der der christliche Gott auch nur noch sehr abstrakt erfahrbar ist. Eine Zeit, in der die Naturwissenschaften beginnen, ihren Siegeszug anzutreten in Mitteleuropa, in der die Industrialisierung beginnt. Und vor allem auch eine Zeit, die sich auseinandersetzen muss mit Kants Kritik der reinen Vernunft. Und Kant hatte eben 1781, 87, zweite Auflage, in diesem Buch ausgeführt, dass Gott sich von der Menschheit entfernt hat, dass er als Ding an sich seine Wahrheit, das, was er vom Menschen will, für den Menschen unerkennbar ist, der bedingt ist durch seine menschlichen Erfahrungen, durch die Möglichkeit seines Wissens. 1787 war Schiller nach Weimar übergesiedelt und war eben schon vorher durch einen Freund in Verbindung gekommen zu dieser Kantschen Philosophie, Christian Gottfried Körner, und hat in Weimar dann einen Kantianer getroffen, den Philosophen Karl Leonhard Reinhold. Er hat zu der Zeit noch nicht Kant gelesen, das wird er erst später tun, einige Jahre später, 1791, als er dann auch schwer erkrankt. Aber er kannte die wesentlichen Momente dieser Philosophie und diese Philosophie entsprach genau dem Denken der intellektuellen Elite des späten 18. Jahrhunderts. Wir haben diesen Umbruch im Denken ausführlich behandelt in der Reihe über romantische Liebe, wo ich auf die Philosophie und das Verhalten der Zeit ausführlich eingegangen bin, die Veränderung des Denkens, Fühlens und Handelns ab der Mitte des 18. Jahrhunderts. Und diese Moderne war eben auch gekennzeichnet durch ein neues Verhältnis zur Zeit. Die Zeit wurde nun als ein Faktor verstanden, der Entwicklung, Veränderung bringt. Und von daher kam die Vorstellung auf, dass die Vergangenheit sich von einem ganzheitlichen Verstehen fortentwickelt habe bis in die Gegenwart hinein, zu einem Zustand, der korrumpiert, verderbt zu bezeichnen ist.
Genau dieser Entwicklungsgedanke, der eben modernes Ende des 18. Jahrhunderts, den finden wir in dem Gedicht wieder und liegt in einzelnen Strophen dieses Gedichtes zugrunde, dass wir uns dann im Detail genauer anschauen wollen. Die erste Fassung ist 25 Strophen lang, die zweite Fassung dann reduziert auf 16 Strophen. Also die Erfahrung des modernen Menschen um 1800 ist, in der griechisch-römischen Antike waren die Menschen Gott noch näher. Sie waren naturverbunden, sie kannten viele Götter, die in der Natur wirkten, als Nymphen in Wässern, im Gebirge, in den Pflanzen der Welt. Man konnte den Göttern sozusagen über den Weg laufen. Und dieses Gefühl von Heiligkeit, das den Alltag durchströmt habe, so ist das Verständnis der Dichter im späten 18. Jahrhundert von dieser ursprünglichen Zeit, die auch noch nicht geprägt ist von analytisch-logischem Wissen. Die Heiligkeit der Natur, das wird Schiller dann eben auch, davon wird Schiller in seinem Gedicht auch sprechen. Die spätere Zeit ist ein Sündenfall, korrumpiert durch Wissen, durch analytisch-logisches Denken, das den Menschen entzweit, und zwar entfernt von seinem ursprünglich noch im Unbewussten bleibenden heiligen Gefühl, Ahnen, Glauben. Andererseits eben diese bewusste Seite, diese verderbte Seite des Wissens, die alles bezweifelt und die auch eine ganz große innerliche Zerrissenheit dann auch zur Sprache bringt. Und von daher erklärt sich dann auch diese Begeisterung für die Antike, die das späte 18. Jahrhundert ergriffen hat. Man glaubt, dass bei den Griechen und bei den Römern und in gewisser Hinsicht auch im hohen Norden, bei den Germanen und bei den Kelten, noch so eine ursprüngliche Einheit mit Gott zu finden ist, die beseelt, beglückt. Und dieses heilige Gefühl, das die Menschen der Antike noch erleben konnten im Alltag, das hat sich für den modernen Menschen des späten 18. Jahrhunderts nur noch in einen Bereich des Ahnen und Fühlens und Glaubens verlegt, der eigentlich unbewusst bleibt und stark sich unterscheidet von der Ebene des Wissens. Das ist das Thema der Menschen um 1800. Wir haben das auch immer wieder gesehen bei Kleist, den wir ja in den letzten Sitzungen auch ausführlich besprochen haben. Und von daher diese große Sehnsucht nach der römisch-griechischen Antike. 1755 hat ein antiken Forscher Winckelmann ein Buch herausgebracht, in dem er von der edlen Einfalt und stillen Größe der Alten, der antiken Künstler und Menschen gesprochen hat. Und er hat davon gesprochen, dass man doch diese Antike, diese Alten nachahmen sollte, um zu einem Glückszustand, zu einem Gefühl des Ganzen, des Gesunden, des Heils zu gelangen. Die Sehnsucht war vor allem eine Sehnsucht nach dem Süden. Dann wird das auch deutlich in den Reisen der Intellektuellen in den Süden, vor allem eben nach Italien, die Italienreisen. Dort erlebt man auch die römische Antike als Glücksgefühl. Man sieht die Götter in der Natur wandeln in den antiken Städten. Es ist die Zeit, in der auch Pompeji angefangen wird auszugraben. Und dagegen wird dann oft auch der düstere Norden gestellt mit den Germanen und den Kelten. Und das beschreibt sehr schön Goethe auch in Faust, aber auch vor allem im Werther, wo der junge Werther eben einerseits Homer liest und andererseits Ossian,
ein Buch, was auf Altgälisch geschrieben ist und keltische Mythen verarbeitet und uralt zu sein scheint, aber eigentlich ein modernes Fake ist, was von einem schottischen Autoren geschrieben wurde. Diese Begeisterung für die Antike, das durchströmt nun die Götter Griechenlands von Schiller und gleichzeitig auch dieses Gefühl, diese Zeit verloren zu haben. Es ist so viel Zeit verstrichen zwischen diesen um 500 vor bis 1800, das sind 2300 Jahre, die verstrichen sind. Dieses Gefühl der Verlorenheit und der Trauer, das durchströmt dieses Gedicht Schillers. Die erste Strophe lese ich Ihnen, die ersten zwei Strophen, und dann wollen wir nach und nach die einzelnen Strophen dieses Gedichts uns anschauen. Da ihr noch die schöne Welt regieret, an der Freude leichtem Gängelband, selige Geschlechter noch geführet, schöne Wesen aus dem Fabelland, ach, da euer Wonnedienst noch glänzte, wie ganz anders, anders war es da, da man deine Tempel noch bekränzte, Venus Amathusia. Da der Dichtung zauberische Hülle sich noch lieblich um die Wahrheit wand, durch die Schöpfung floss die da Lebensfülle, und was nie empfinden wird, empfand. An der Liebe Busen sie zu drücken, gab man höhern Adel der Natur. Alles wies den eingeweihten Blicken, alles eines Gottes Spur. So beginnen die ersten zwei Strophen in Schillers Gedicht, dem die schöne Welt der griechisch-römischen Götter, die Freude, die seligen Geschlechter der ersten Fassung wird von schönen Wesen, auch in der zweiten Fassung wird von schönen Wesen gesprochen, von einem glücklicheren Menschenalter, wo es einen Glanz gibt, einen Wonnedienst, den man diesen Göttern widmete, und ein Land, ein Fabelland. Schon hier das Motiv angedeutet, dass diese Welt eigentlich eine Welt der Mythen, der Literatur, der Dichtung ist, ein Motiv, was Schiller dann später auch vor allem in der zweiten Fassung nochmal ausdrücken wird. Und diese Zeit war eben ganz, ganz anders. Anders war es da. Die ist längst vergangen. Die Welt der Moderne um 1800 steht ganz woanders. In einer Zeit, in der Venus Amathusia nicht mehr herrscht. Venus, die römische Göttin der Liebe, Aphrodite heißt sie auf Griechisch, aus der Stadt auf Zypern, die mit dieser griechischen Göttin verbunden ist. Und nun in der zweiten Strophe, eine Zeit, in der noch der Dichtung zauberische Hülle sich mit der Wahrheit verband, in der Wahrheit noch in der Dichtung erfahren werden konnte, in der die Dichtkunst die Hülle für die Wahrheit war und damit der Dichter auch zum Sänger, zum Priester wurde. Ein Motiv, was wir dann in der nächsten Sitzung bei Hölderlin uns nochmal genauer anschauen wollen, diese Nähe vom Dichter und Sänger zum Priester, zum Diener der Götter. Der Dichtung zauberische Hülle. In der ersten Fassung heißt es malerisch, in der die Dichtung die Götterwelt abbildet, mimetisch abbildet, malt, und den Zauber dieser überirdischen Wesen in die Welt bringt. Eine Welt, in der die Schöpfung lebendig war, empfindend, die Natur belebt,
belebt durch die Götter, eine göttliche Natur, die freilich nur eingeweihte Blicke erkennen konnten. Die konnten eines Gottes Spur in der Natur erkennen, wobei noch nicht ein monotheistischer Gott gemeint ist, sondern eben die vielen Götter, denen man in der Natur auf der Spur sein konnte. Und dagegen wird jetzt in der dritten Strophe die Gegenwart gestellt, in der Schiller spricht von jetzt nur. Jetzt ist alles anders geworden aus der Sonne, die von einem Sonnengott auf einem Wagen über den Himmel gefahren wurde, vom Morgen bis zum Abend vom Gott Helios, ist ein seelenloser Feuerball geworden, der nichts mehr Göttliches hat, sondern der rein naturwissenschaftlich erklärt wird. Darauf kommt er dann noch zu sprechen. Weil in der vergangenen Welt sind die Ströme von Najaden bevölkert, da ist die Natur eben noch göttlich durchhaucht. Das gleiche gilt für die vierte Strophe: im Lorbeer, in den Steinen, im Schilf, in den Bächen, an einzelnen Orten findet man die Götter wieder, haben sie ihre Spur hinterlassen. Und in diesen Strophen, die in der ersten Fassung auch eben zahlreicher sind, zeigt Schiller seine profunde Kenntnis der griechischen und römischen Götterwelt, der Mythen und der Texte der Antike. Diese Strophen sind voller griechischer, römischer Namen und Anspielungen auf Mythen, die man dann sich sozusagen aus der Literatur holen muss. Die fünfte Strophe spricht vom Zeitalter, in denen der Gott Amor die Menschen mit den Göttern durch Liebe verband. Himmlische und Sterbliche waren in dieser Zeit eins, und das eben auch wichtig für Schiller, das verbindende Moment der Liebe, der Venus Amatusia oder des Gottes Amor, der Liebe, die die Menschen mit den Himmlischen verbindet. Wir folgen jetzt der zweiten Fassung, und in der Strophe 6, die ist nun anders als die Strophe 6 aus der ersten Fassung. Der zweiten Fassung heißt es in der Strophe 6: Finster Ernst und trauriges Entsagen war aus eurem heitern Dienst verbannt. Glücklich sollten alle Herzen schlagen, denn euch war der Glückliche verwandt. Damals war nichts heilig als das Schöne. Reiner Freude schämte sich der Gott. Keiner Freude schämte sich der Gott. Wo die keusch errötende Kamöne, wo die Grazie gebot. Eben in jener fernen Zeit, die noch von keiner christlichen Moral und platonischen Leibfeindlichkeit angekränkelt war. Dort gibt es, war alles heilig, war alles schön, war das Schöne heilig, und die Götter schämten sich für nichts, was sie taten, was man ja daran sieht, dass sich Zeus und Jupiter dann in so viele unterschiedliche tierische und pflanzliche Gestalten verwandelt hat, um seinen Sexualtrieb zur Entfaltung zu bringen. Aber nun ist Schiller eben auch ein sehr schwäbisch-keuscher, fast pietistisch erzogener junger Mann und spricht dann eben von der keusch errötenden Kämone und Grazie. Er verharmlost schon diese unmoralisch erscheinende Sexualität der Griechen und der Römer. Damals war der finstere Ernst und das traurige Entsagen, die Enthaltsamkeit, die Askese, aus dem heitern Dienst an den Göttern verbannt. Alle sollten glücklich sein, und dies ist eine Zeit, die eben lang
verloren ist und unwiederbringlich vorbei. In der Strophe 6 der ersten Fassung schildert dann, wie holde Priesterinnen, Götter gleich mit heiligem Gürtel gegürtet, der selbst den Donnerer Zeus bezwungen habe, gewaltet haben. Er kommt dann in der siebten Strophe der ersten Fassung auf Pindar zu sprechen, auf die Kunst, auf die Musik, auf die Hymnen und auf das Skulpturenwerk der griechischen Antike, die eben in den Werken der Kunst das himmlische Feuer zeichenhaft werden lassen, wo sie Form werden, wo edle Gestalten, bessere Wesen, wo eine hohe Abkunft in der Form Gestalt annimmt. Im Folgenden wird die Natur dann beschrieben, einzelne Götter werden genannt in Strophe 8, eine Natur, in der eben viele, viele Götter präsent sind, die dadurch wertvoller, reizender, prangender, schmelzender ist, was zum Beispiel die Musik angeht, und dadurch reizvoller, beglückender, selig machender. Die Menschen in dieser Welt sind liebenswerter, sind blühender, sind heldenkühner, tugendhafter, sanfter, weicher, heiliger durch der Herzen ewigen Band, die Liebe, die Menschen und Götter in Heiligkeit miteinander verbindet. Das beschreibt er ganz eindrücklich in der Strophe 9 der ersten Fassung. Und nun folgt die Strophe, in der zweiten Fassung die Strophe 7, die ist in der ersten Fassung die Strophe 12. Und darin beschreibt er nun, wie die Götter damals begleitet waren von Lachen, von Herrlichkeit, wo es schöne, geschlungene, seelenvolle Tänze gegeben habe, wo der Sieg herrschte und wo Kronen aufs Haupt gesetzt worden sind und ein herrlicher Duft die Welt durchwebt hat. Er spricht dann in Strophe 8 vom großen Freudenbringer Dionysos, der mit dem Wein auch die Lust in die Welt brachte, von den Tänzen der Mänaden, von der unenthemmten Freudigkeit an den Trieben und auch an einer Lust, die eben den Verstand ausschaltet im Rausch, einer rauschhaften Lust. Und dann kommt er in der ersten Fassung und aber auch in der zweiten immer wieder darauf zu sprechen, dass in der Gegenwart das alles verloren gegangen ist. In der griechischen Antike ist der Schöpfer dem Geschöpf, die Götter näher den Menschen gewesen und habe mit ihm die Vergnügen der Welt geteilt. Während der Schöpfer der Christen, der ein Gott geworden sei, im Unterschied zu den vielen Naturgöttern, sich der modernen Welt im, dem Verstande offenbare, der Fragen aufwerfe, der mühselig zu erkennen sei als Idee und der dessen Erfahrung auch in der Sinnenwelt nur noch schwer zugänglich sei. Und jetzt kommen Fragen auf, eben, die der moderne Mensch an diesen Göttern, an diesem Gott hat. Nennt der Meinige sich dem Verstande, birgt in etwa der Gewölke Zelt? Ja? Es kommen Fragen auf, hat der mein Gott, dieser abstrakte Gott, überhaupt einen Namen? Kann er sprachlich werden? Verbirgt er sich in den Zeichen des Himmels, im Gewölke, in den Wolken, oder ist er ganz fern davon ein ganz abstrakter Gott geworden?
In der Antike hat der Mensch die Opfergaben freudig gebracht in einem Freudentaumel. Dagegen der Mensch der Moderne, das ist die Strophe 13 in der ersten Fassung. Wohin tret ich? Diese traurige Stille kündigt sie mir, meinen Schöpfer, an. Finster wie er selbst ist seine Hülle, mein Entsagen, was ihn feiern kann. Das sind eben Strophen, die ihm dann auch den Vorwurf des Atheismus oder der Unchristlichkeit gebracht haben. Die moderne Welt still, traurig, nicht mehr erfüllt von den Gesängen und vom Tanz, vom Rausch, von den Klängen auch der ekstatischen Menaden, sondern von einer traurigen Stille, in der sich der Schöpfer ankündigt, wo es finster ist, wo sich der Schöpfer in einer Hülle verbirgt, in einem, ja, wo er sich dem menschlichen Auge versagt. Wie kann man diesen Gott, diesen einen Gott denn feiern? Jetzt kommt die Strophe 9, die ist in der ersten Fassung, die Strophe 14. Heute herrscht, wenn der Tod einen begegnet, ein grässliches Gerippe. Der Tod tritt in Gestalt eines toten Gerippes an das Bett des Sterbenden. Früher in der Antike verabschiedeten sich die Lebenden mit einem Kuss. Und der Genius, das lebendige, lebenbringende Moment, der Dämon, der römische Dämon, der die Lebendigkeit des Menschen ausmachte, löschte seine Fackel. Das war ein sehr viel milderer Blick, sagt er, durch den Schleier sanfter Menschlichkeit. Schöne lichte Bilder, die damals sich mit dem Tod verbanden, während heute eben ein grässliches Totengerippe an das Bett des Sterbenden tritt. Damals heilige Barbaren, mitleidig, tränenreich, die auch in der Unterwelt in einem Gericht herrschten, der kretische König Minos und sein Bruder Rhadamanthys, die Kinder des Zeus waren und einer Sterblichen, der Europa, wo auch noch Menschen wie Orpheus in das Totenreich gelangen konnten, um zu seiner Eurydike zu gelangen, und Menschen sogar die Götter, die Erinien, die Rachegöttinnen zu Tränen rühren konnten. Das ist heute alles ganz anders geworden im Christentum, in der Geister schrecklichen Gesetzen ist das Totenreich ein furchterregender Ort geworden. Damals gab es im Hades ein Elysium, einen seligen Ort, in dem sich geliebte Personen, aber auch Dinge und Personen treffen konnten, in dem die Schatten froh miteinander herumspazierten, in dem sie sich vereinigten, in einem seligen Ort, in einem seligen Hain. Er unterschlägt so ein bisschen die traurigen Orte des Hades. Er will einfach auch dieses Positive der Anderwelten in der Antike herausarbeiten. Der Strophe Fassung 1, die Strophe 17, heute, wenn man stirbt, muss man alle vertrauten, geliebten Personen und Dinge zurücklassen. Man muss sie verlassen und man muss sich auf etwas freuen, auf ein fremdes Entzücken freuen, das man nicht verstehen kann. Man muss sich auf etwas freuen, was man eigentlich missen kann. Es erwarten einen Freuden, die ich missen kann. Das ist eine sehr große Absage an die Jenseitserwartung des Christentums. Das muss er dann in der zweiten Fassung revidieren.
Genau in diesem 10. Strophe, die er dann auch neu fasst, sagt er das sehr viel positiver, eben wo auch die treue Liebe den treuen Gatten fand, wo schon so etwas Christliches wie treue Liebe hineinkommt. Er verharmlost dann seine Aussagen aus der ersten Fassung. Damals erregte der Tod keinen Schrecken. Heroen wurden an den Himmel versetzt, wurden in den Olymp aufgenommen, wie Herkules zum Beispiel zu den Seligen. Doch jetzt kommt die Strophe 12. Diese Welt ist vergangen. Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder, holdes Blütenalter der Natur. Damals, als die Welt noch im Anfangsstadium war, die Natur noch blühte, noch nicht herangereift war, diese Welt war schön und diese Welt ist verloren gegangen. Sie hat nur noch als Fabel, als Mythos überlebt im Feenland der Lieder. Eine goldene Spur ist in der Literatur zu finden. Für ihn, Schiller, ist diese Zeit als Alltagswirklichkeit verloren gegangen. Man sieht nur noch ein Totengerippe und die Gefilde sind, die wir sehen, sind ausgestorben, unbelebt, ungöttlich geworden. Heute herrscht ein Gott. Es ist Winter geworden, es ist Norden geworden und der griechische Süden mit den vielen Göttern ist verloren gegangen. Im christlichen Monotheismus ist die Welt, die Natur, die Meere, der Himmel leer, ohne Gottheiten. Die Götter haben sich auf ewig verabschiedet. Es ist eine Natur ohne Götter, entgöttert. Wo man sie noch findet oder wo man das Göttliche noch findet, das Heilige noch ahnt, das ist abgesackt ins Unbewusste. Und eigentlich für den Künstler, der ja auch in Kunst etwas formulieren muss und damit auch logischen Gesetzen der Grammatik unterworfen ist, ist diese Heiligkeit unwiederbringlich verloren. Es herrscht das Gesetz der Schwere, dem man Knecht geworden ist, dem man dienen muss. Die Leichtigkeit der Antike ist verloren gegangen. Und nun kommt er auf die Gegenwart zu sprechen, eine Welt, die von Naturgesetzen beherrscht ist. Und er spricht hier nun auch ganz deutlich auf die Gravitation an, die Newton eben im 17. Jahrhundert erfunden hat, die Schwerkraft, die die Körper anzieht. Körper, die Masse haben, ziehen sich an durch die Gravitation. Was früher sozusagen die Liebe, die heilige Liebe bewirkt hat, das ist jetzt ein gottloses Naturgesetz geworden. Er spricht auch die sogenannte Kant-Laplace'sche Entstehungsgeschichte, Theorie über die Entstehung des Universums an, die keine göttliche Kraft mehr braucht, kein göttliches Einwirken mehr, sondern nur noch an Attraktion und Repulsion, wie es Kant formuliert hat, Anziehung und Abstoßung. Die Planeten, die Himmelskörper schweben umeinander durch Kräfte, naturwissenschaftliche Kräfte erklärt, die sie am Schweben halten. Und dazu braucht man keine Götter mehr, die haben sich zurückgezogen, sind arbeitslos geworden und unnütz geworden. Es gibt keinen Sonnengott mehr, der über den Himmel die Sonnenscheibe zieht. Und auch die Morgenröte hat ihre göttliche Kraft verloren. Wo das noch bleibt, wo diese Götter noch wirken, das ist in der Dichtung. Und darauf wird er dann in der 16. Strophe der Neufassung schließlich noch eingehen. Wir bleiben noch bei der ersten Fassung. Da führt er das eben immer noch weiter aus.
In der Gegenwart herrsche ein anderer, einer, der keine menschliche Verwandtschaft habe, der jetzt auf dem Saturn sitze. Der Saturn, das war der Planet des Gottes Kronos, des Gottes der Zeit, der mit dem Zeitgott Kronos verschmolzen ist und der eben auch hier deutlich, wo man Schiller erkennt, dass diese Zeitlichkeit, der Strom der Zeit, Entwicklung gebracht hat, die wegführt von der Antike, wegführt von der Heiligkeit der Natur. Eine Welt, die einen Menschen, eine Welt, in der ein Gott sich den Menschen zum Ebenbild geschaffen hat, in der er sein Eigenbild verehrt und anschaut. Ein Gott, der eigentlich narzisstisch ist, der die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, wie es in der Bibel heißt. Nach seinem Abbild ist der Mensch geschaffen. Das wird hier eigentlich in dieser 23. Strophe der ersten Fassung sehr negativ gesehen, bekommt eine narzisstische Komponente. In der Strophe 24 beschildert Schiller, wie sich die Bürger der Vergangenheit noch den alten Göttern nähern konnten. In der Kunst konnte der Künstler, der Mensch die Götter abbilden. Das ist unvorstellbar geworden in der Moderne, in der der Gott so abstrakt geworden ist, so unvorstellbar, dass sich ihm niemand nähern kann, man ihn auch nicht mal in der Kunst abbilden kann, weil ja der Mensch auch so zu einem Wurm geworden ist, der eben dem Göttlichen überhaupt nicht mehr gleicht. Früher, so heißt es dann im Fazit, da die Götter menschlicher noch waren, waren Menschen göttlicher. Das ist der Fazit dieses großen Gedichts. Und nun in der 25. Strophe der ersten Fassung bittet er um Flügel für ihn als Künstler, um Wagen, die diesen einen Gott, den Schöpfer des Verstandes, doch bitte wägen können sollten, um Flügel, die den Dichter, zumindest den Künstler, ihm annähern sollten, dass er ihn erreichen kann. Und wenn das schon nicht möglich sei, dann bitte er doch darum, dass ihm die Göttin der Liebe geschickt werde, die sanfte Schwester Venus, Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Und das schildert er am Symbol des Spiegels. Die ernste, strenge Göttin mit dem Spiegel soll sich entfernen. Der Spiegel, der dem Menschen ein Selbstbild vorhält, ein Bild, in dem er sich erkennt, das Wissen vermittelt, das auch eben erschreckend ist in seiner Selbsterkenntnis, in der Selbsterkenntnis, dass er ein ganz anderer ist. Erkenne dich selbst, du bist ein Mensch und kein Gott. Der Spiegel ist ja schon immer in der weltweit auch ein Todesmotiv geworden, wie der Spiegel eines Sees ist, das eine Fläche, eine Oberfläche, in der man auch in die andere Welt eingeht, die Welt der Toten. Und dieser Spiegel, der einem sozusagen auch ein Todesantlitz spiegelt in der Erkenntnis des eigenen Ichs, solle doch bitte durch die sanftere Spiegelschwester Aphrodite, die Göttin der Schönheit, abgelöst werden.
In der zweiten Fassung geht er von diesem Schluss ab und formuliert eine Endstrophe, die nochmal eine Komponente bringt, nämlich die Komponente der Dichtung, die er jetzt stärker betont. Letzte Strophe der zweiten Fassung, Strophe 16. Ja, sie kehrten heim und alles Schöne, alles Hohe nahmen sie mit fort, alle Farben, alle Lebenstöne, und uns blieb nur das entseelte Wort. Aus der Zeitflut weggerissen, schweben sie gerettet auf des Pindus Höhen. Was unsterblich im Gesang soll leben, muss im Leben untergehen. Im Leben ist die Heiligkeit, die Göttlichkeit verloren. Im Alltag ist sie nicht mehr erkennbar. Der christliche Gott ist ein Ding an sich geworden, ein unerkennbarer Gott, der sich weit, weit entfernt hat. Und das Einzige, wo diese Götter noch leben können, ist in der Dichtung, im Gesang. Dort können die Unsterblichen noch leben, gerettet auf des Pindus Höhen. Im Alltag hat die Zeitflut sie hinweggerissen. Die Entwicklung in der Zeit hat uns entfernt von dieser ursprünglichen Heiligkeit der Natur, in der die Götter noch lebendig waren. Und dieser Gedanke, dass nun wenigstens in der Literatur und in der Dichtkunst die Götter noch leben können, das wird ein Moment sein, was dann Schiller immer wieder auch anspricht in seiner Kunsttheorie und was auch diese im Gespräch mit Goethe in der Weimarer Zeit eben bei beiden auch der Versuch bedeutet, sich in den Dramen, den antiken Dramen anzunähern, um wenigstens dadurch eine Nähe herzustellen zur Vergangenheit. Und es wird ein weiterer Dichter sein, Hölderlin, den wir uns das nächste Mal anschauen, der dieses Moment aufgreift und versucht in seinen Werken, im Gesang, in der Dichtkunst, die Dichtung zum Gebet zu machen, zur Hymne an die Götter und dadurch die Göttlichkeit in die Welt zurückbringt.